Erde. Ja, ich würde erstmal. Ich mach's einfach so, das wäre nämlich sinnlos sonst. Sinnlos, Mama. So. Mach das hier mal gerade weg, die Kiste. Und dann nehme ich die dafür einfach und mach das hier so. Ach komm, ernsthaft? Really? Ey, warum will denn der hier immer in diese Scheiße reingehen? Ey, jetzt geht doch voll auf den Sack. Ja, so genau. Weil er Black Tide ist. Ja, und das ist scheiße, dass der Black Tide ist. Das sollte lieber Black Black sein. So. Okay. So, nochmal gerade was gucken. Ich stecke mal hier mal gerade ein Eisen rein. Da sehe ich das immer schön, ob das hier alles ankommt, wo es soll. Jo. Und dann kommt das dahin. Na, obwohl, das kommt so hin. Das, wie gesagt, hier habe ich erstmal noch die Trichter, aber das ist ja nur hier und dann geht es erstmal einen riesen Weg, ja. Mit den Rails. Diesen Hauptweg macht es ja mit den Rails. So, wenn ich jetzt hier oben was reinstecke, mal ein Eisen nochmal. Dann kommt es da an, ne? Wenn alles gut läuft. Jo. Sehr schön. Und jetzt muss unten drunter unter die Kiste, die es erstmal auffängt, muss jetzt nochmal hier so ein Zack hin. Okay, ich gehe schon automatisch hier ein bisschen tiefer. Dann kommt. Mann. Alter, nein, nicht Mikro abräumen. So, dann kommt das hier. Okay, dann kommt der Dings, dann kommt einer Luft und dann kommt die. Die eine Luft ist also quasi die Schiene. Ja, jetzt seht ihr natürlich bei mir gerade in der Aufnahme auch mal, was ich da so im Hintergrund immer am Brutzeln bin manchmal. So, bei Redstone-Schaltung kann man halt nicht einfach so mitten in die Aufnahme gehen und denken, man macht das mal eben. So. Doch. Kann man. Nee, kann man nicht. So. Kann man noch nicht. So, Antriebsschienen kommen hier hin. Dann kommt. Ach so, ich muss noch diese. Richtig kompetent gerade wieder. Diese andere Schiene, habe ich gerade auf dem anderen Ding Browser offen. Ja. Was ist das hier nochmal für eine. Hier natürlich Game Mode und so am Start. Muss ich mal gerade Bitte. gucken. Sensorschiene. Ja, in meiner Private-Welt, ja. Muss ich gerade nochmal auf de.minecraftwiki.net gehen und gucken, wie man eine Sensorschiene macht. Weil hier habe ich die ja nicht gecraftet, sondern einfach Game Mode, aber. Indem man seinen Schwanz ins Loch steckt. Aber auf dem anderen muss ich das natürlich. Geh weg, du Scheißvieh hier. Craften. Also, eine Steindruckplatte und sechs Eisen und ein Redstone. Okay. Habe ich Steine dabei? Ich glaube, ich habe sogar alles dabei, was ich dafür brauche. Geil. Einzige, was ich nicht dabei habe, ist. Ein Kondom. Nee. Ach doch, Crafting Table habe ich da oben. Eisen 1, 2, 3, 4, 5, zack, zack, zack. Das war sinnlos, weil ich muss erst diese scheiß Druckplatte machen. Die geht, glaube ich, so. Ja, geht so. Die kommt hier hin. Redstone. Eisen. Und damit sechs Sensorschienen, die wir gar nicht brauchen, so viel. Sondern wir brauchen, glaube ich, zwei für das ganze Ding. Einmal hier auf der Seite und einmal auf der. Ah, ich habe keine Schaufel, stimmt. Zu arm für eine Schaufel. So, dann. Das stimmt. Ja, das stimmt auch. Ich habe eine Luft gelassen, glaube ich, oder? Nee, direkt. Ach, geil. Ja, komm jetzt, lade und geh wieder raus, danke. So. Ah, ist das geil. So, jetzt hier. Sehr gut. Jetzt kommt hier nämlich der ganze Scheiß rein. Sehr gut. So. Wollen wir den nächsten Skelette ab und zu mal. Komm. Ja, Kannst Skelett ab. ist nix, ne, nicht nichts, ey. Oha. So. So. Redstone muss dann hier hin. Daraus wird das hier angepowert. Gut. So. Springen. Oh Gott. Ach, er kann nicht springen, weil er hier zu eingebaut ist.
erstmal wieder richtig sterbe, hier schon wieder Stein abbauen, ungewollt. Ey, hier ist Kohle, egal, scheiß mal auf die Kohle. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zeit ist Kohle. Zeit ist Kohle, Kohle ist Zeit. So. Ja, natürlich verbindet sich die Scheiße. Wie habe ich denn das hier gelöst, dass sich das nicht verbindet, die Kacke? Aha, andere Seite. Okay, ganz billig. APK Gaming Pros. Yeah. So, komm. Andere Seite, okay. Oder ich kann es von unten ansteuern. Leute, unsere Pferde sind wieder... Wieder despawned, ey. Komischerweise sind die Scheiße. Komplett weg. Wissen nicht warum. Ja, ist immer richtig schwule Scheiße. Keine Ahnung, immer dieses Minecraft. Das war ja nicht mal ein Update, weißt du? Und trotzdem sind die Dinger weg. Ist so sinnlos. Aber naja, was will man machen? Außer Mojang dafür schlagen. So. Das war jetzt etwas sinnlos. Hier sollte ich trotzdem nochmal das lassen, weil das sonst ein bisschen zu durcheinander wird. So. Gut. Dann mache ich das jetzt so und ja, das wären glaube ich insgesamt 70 Repeater hier. Achso, mehr als 1 geht nicht. Also mehr als 64 geht nicht. 64, so. 1, 2, 3, 4, 5. Da oben habe ich jetzt auch schon ein paar. Bin ich gerade bei 69. Okay, machen wir mal 1 noch weg. Ich weiß nicht mehr genau, ob es 70 waren, aber ich hatte es so ein... im Kopf, und wenn nicht, dann werden halt ein paar Items weniger auf einmal transportiert. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Ding fährt hier die ganze Zeit hin und her. Muss nur aufpassen, dass man sowas nicht alle zur Häufigkeit macht, weil wenn man davon 100.000 Sachen macht, dann könnte es irgendwann richtig anfangen zu laggen. So. So. Aber wir haben ja... Und laggen wollen wir nicht, sonst macht es nämlich keinen Spaß. Ja, laggen geht vor allem richtig auf den Sack. Das kenne ich auch von diesem einen anderen Server, wo ich immer gucke und wo ich immer gucke von dem, bei dem Let's Play, wo viele drauf sind, ne, und spielen. Alter, das ist nicht mehr feierlich, wie es da teilweise laggt. Aber wir jetzt haben eh noch so viele Ressourcen eigentlich. Oh, hier ist Eisen. Wie hier überall Ressourcen unter unserem Dings rumschlummern, ey. Das ist so krass. Jedes Mal fuckt es mich auf im Kopf aufs Neue ab, ey. Was wir alles für Ressourcen im Untergrund haben und wir nutzen sie einfach nicht, weil wir nicht wissen, dass sie da sind, ey. Tja. So, 2. Wir sind einfach zu huge. Ja, wie unsere Cox. So, alt, der Spruch ist irgendwann auch ausgelutscht, wie unsere Cox. So. Nugati. Bugatti. Nee, Nugati. Nein. So. Kinderschokolade. Lass mal gucken. Nugati. Jo, passt. Sind wir ganz gut hier. So. Zack, hier nochmal wechseln und dann wird das hier unten, wie gesagt, ein bisschen, ja, läuft. So, erstmal, nein! Ja, komm, bau das ab, wo... Ach nee, hier steht gar nichts drauf, okay. Hier war einfach nur random Space. So. So, hier irgendwo kommt dann die scheiß Leitung runter und zwar hier. Und dann kommt die hier runter. Bup, bup, bup. Hier kann ich dann erstmal überhaupt nichts. Alter, wie voll ist jetzt mein scheiß Inventar, weil ich die ganze Zeit Sachen aufsammle. Hammer. So. Ja. Dann machen wir es mal in die Richtung hier direkt weiter. Ich habe jetzt alle Repeater im Hauptinventar, die ich erstmal für das erste Point hier brauche. Und dann gibt es ja noch einen nächsten Point. Das sind ja so verschiedene Bereiche hier. Und ich baue erstmal Kohle ab. Kohle, 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 Kohle. So. Kohle, Kohle, Kohle. So. Kohle, Kohle, Kohle. Jo, hier ist mein Dings, das ist nicht so geil. Wo die Schienen dann langlaufen sollen, da sollte ich nicht abbauen. Und mein Inventar ist voll richtig geil, So. Geil. So. Meine Wände auf der Gerade. Hä? Wer hat da gerade genervt, maximal? Du? Nee, wer hat da gerade bei dir maximal gebrüllt? Keine Ahnung, meine Mutter wahrscheinlich. Wer sonst? Nein.
Alter, Enderman for the win. Lost, wie auch immer. Sollte ich mal ein bisschen so machen, ne? Wäre ganz empfehlenswert. So. Oh ja. Und wie komme ich wieder hoch? Ja, ich war gerade im Abbauen. Wie komme ich wieder raus? Da hinten ist doch. Du bist doch draußen. Ja, hier lauf einfach durch. Da lauf doch einfach durch. Da kommst du in unserem Keller raus. So. Da kommst du in unserem Keller wieder raus. Yeah. Nein. Doch. Ganz da hinten irgendwo ist unser Keller. Und wenn du da noch ein bisschen hoch, musst du natürlich noch. So. Muss gerade mal gucken. Die Sensorschiene ist da. Das heißt, wir müssen von hier ausgehen. Heißt, die sind schon mal scheiße gemacht. Ist doch die in die Wand richtig rumgesetzt, glaube ich. Zack. Zack. Und zack. Und hier kam die Sensorschiene, das heißt, hier kommt die Leitung, die geht hier so lang. Zack, dann geht sie erstmal. Hier ist irgendwie unser Abtransport-Ding. Ne, hier ist es nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Ich baue einfach mal ab und sehe dann, ob ich irgendwas einreiße, was von mir selbst gebaut ist, aber werde ich dann sehen. So. Ja, also hier darf ich gerade mal gar nichts machen, weil hier dann das Rail wegfährt. So. Hier muss man erstmal ein bisschen so im Kreis drehen. Oh, Alter, das kann man gar nicht sehen, wie viel Scheiß ich schon wieder habe, ey. Oh, jetzt haben wir die Mauer wenigstens fertig gemacht, das ist schon mal geil. Ja, das ist schon richtig geil, dass die eine Mauer wenigstens fertig ist, ey. Mhm. Muss man ernsthaft sagen, das ist ja noch zwei und noch, also noch ein Turm und noch zwei Mauern, die uns bevorstehen. So. Ich glaube, ja, ich muss jetzt weiter geradeaus. Ha? Ich hab gesagt, der Turm ist ja dann das geringste Problem. Ja, der Turm geht ja immer relativ fix. Aber die Mauern halt immer, das ist auch so Fahrt irgendwie. So eine halbe Stunde ist es nur Blöcke aufeinander hacken. Und überhaupt erstmal wieder diese Mengen an Dings immer zu besorgen, ist halt total nervig. Oh ja. Noch nicht mal das Bauen an sich, das geht ja in einer halben Stunde oder so, hast du die Mauer hochgezogen, aber zu zweit. Aber dieses Farmen von den 5000 Stones, ey, geht so auf den Sack immer. Das ist wahr. Das sind ja wirklich 5000. So. 1, 2, 3, 4. Aber wie viel habe ich denn jetzt? Eines voll. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, in 3 Minuten. So. Ich finde das kacke, dass man bei DxStory keinen Link sehen kann. Den Timer nicht sehen kann. Ja, kann man halt bei Fraps auch nicht. Ja, aber du nimmst ja dann. Noch zu. Du könntest auch rein theoretisch mit Fraps deine Tonspur auch mit aufnehmen. Allerdings ist das dann in einer Tondatei und deswegen haben wir das. Nee, du kannst auch in Fraps deine Tonspur mit aufnehmen, deine eigene. Aber das ist scheiße, weil das dann direkt in eine Tondatei, in eine vermischte Tondatei kommt. Hier bei DxStory nimmt man es zwar auch in einer Datei auf, aber ich kann es dann später wieder in einzelne Tondateien zerlegen, weil es so ist. Das ist ja quasi, nur für die Leute jetzt zur Erklärung, die jetzt keine Ahnung haben von Let's Plays, das ist ja quasi bei DxStory so dann aufgeteilt, wie als wenn es eine Multi, also als wenn es mehrere Sprachendateien zum Beispiel bei Filmen wären. Und damit kann ich jetzt halt später wieder splitten und dann eben, ja, einzeln aufeinander abmischen beim Schneiden. Und das kann ich halt, eben bei Dings nicht, bei Fraps. Was geht bei dir ab, ey? Wenn man das bei Fraps macht, da kann man eben nur, Sorry. Ja, wenn man das bei Fraps macht, dann wird es eben einfach nur ein Einheitsbrei. Und ja, weil das Gute daran ist halt auch, ich kann das auch noch, was soll ich sagen? Achso, ich kann es auch noch im Nachhinein notfalls trotzdem nochmal die Tonspur einzeln rausnehmen, kann die nochmal notfalls in Audacity importieren, wenn da irgendwie zu viel Störgeräusche drin sind und kann immer noch die Störgeräusche rausziehen. Das geht alles. Das ist nice. Die sind halt komplett einzeln dann. Die muss eh immer einzeln machen vorm Schneiden, ansonsten erkennt das Premiere Pro nicht. Und ich muss auch ernsthaft sagen, DxStory und Fraps, das sind so Programme, ohne Scheiß, wer sich die illegal runterlädt, das ist einfach nur so ein richtig armes Stück Scheiße. Für mehr sind die Leute für mich nicht. Weil die kosten jeweils, glaube ich, 25 Euro oder sowas. Und das ist ernsthaft nicht viel. Ne, nicht viel. Das Einzige, was ich verstehen kann, wäre vielleicht Premiere Pro, weil das ist so übertrieben teuer einfach. Die wollen 60 Euro pro Monat für dieses komplette Paket haben mit Photoshop und After Effects und dem ganzen Scheiß. Das ist einfach zu übertrieben. Ich meine, das kann sich das für können. Teuer, ja.
Das können, kann ich vielleicht ein Kronk, Sarata und alle anderen großen YouTuber, die damit arbeiten, leisten, aber ist es auch halt in keiner Relation, weißt du, weil, keine Ahnung, Pizmi zum Beispiel macht es mit Magix und Magix kostet irgendwie einmalig 100 Euro, weißt du, das ist auch noch was anderes, als wie 60 Euro pro Monat. Das sind einfach zwei Monate. Premiere Pro ist schon, ich bin ja auch, ich habe ja auch erst mit Magix gemacht, aber hab dann umgestiegen, weil es easier zu handeln ist. Komm, Alex, mach doch nächste Woche weiter. Ah, nächste Woche soll ich schon. Nächste Woche, ja. Nächste Aufnahmesession. Nein. Diese Woche irgendwann. Stimmt, am Wochenende. Dann haben wir wenigstens schon mal Wochenende. Läuft bei uns, ja. Ne? Aber ja, aber ich glaube, ich habe auch hier unten. Ihr seht nämlich hier, boah, Junge, Palette an Redstone-Repeatern. Habe jetzt, glaube ich, 30 Stück hier getroppt, werden nochmal 30. Und dann funktioniert es auch. Und dann muss ich dasselbe nochmal da hinten machen, wo Pia gerade steht, im Lagerraum. Und dann haben wir es auch schon. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von der heutigen Aufnahme. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.